Na super, das habe ich mir wieder ganz prima ausgedacht. Achtung, ich habe mir doch hier ein schönes Lagerfeuer gemacht. Dann habe ich meinen Char alleine gelassen, der wurde dann prompt gekillt und ich bin auf diesen Echsenkessel nicht mehr draufgekommen. Also musste ich zum Geistheiler mich wiederbeleben. Das bedeutet 10 Minuten Nachwirkung der Wiederbelebung. In der Zeit bin ich dann einfach nach Shadrat. Hab da ein bisschen geskillt Was führt euch und hierher? bin jetzt zu ihr hier zurückgeflogen Die Göttin und schickt fange mich jetzt einfach hierher. hier an, beziehungsweise mach einfach hier weiter. Fang hier an, mach so, also dreh hier so die Runde und geh dann so rum. Ui, da soll ich was untersuchen, das ist neu. Gut, machen wir das. Ups. Wo ist das denn genau? Da, irgendwo. Okay. Hat's mir was mitgegeben dafür? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe hier noch einen schicken Stein bekommen, ein Dämmerstein. Ist mir gerade beim Erzholen in die Hände gefallen. Hui, da ist noch ein Ausrufezeichen. Her damit. Ach stimmt, da drüben waren ja auch ganz, ganz viele neue. Aber die wollte ich ja nicht gleich alle annehmen. Ich kann ja auch mal schauen, wie hoch die sind. Ob sich das überhaupt noch rentiert hier. Okay, dahin ist das Pilzgeflecht. Geflecht, jo. Das Pilzgeflecht. Blub. Oh, der Zungenbrecher. Hier soll ich irgendwas untersuchen? Ah, bin schon fertig. Sehr cool. Ach, sind die putzig da? Guck mal, der Sporriger-Nachwuchs. So kleine, putzige Viecher sind das. Ui. Da habe ich aber noch mehr zu tun. Sporenbeutel soll ich sammeln und Sumpflordranken irgendwie eliminieren. Ja, warum sagt mir das denn keiner? Ja, wo seid ihr denn? Okay. Schauen wir uns die Quest an. Ui, da hinten sind auch welche. Interessant. Und die sind vor allem hier, diese Sporenbeutel. Gut. Dann gucke ich erst nach den Sporenbeutel. Braucht die jemand oder wie? Was bist du denn für einer? Nee. Und du? Da ist ein Sporenbeutel. Ui. Das gibt aber Ärger hier. Ach nee, schon wieder tot. Ah, ist ja klar. Als die mich gekillt haben, haben sie den Kleinen ja auch gekillt. So, kommt er jetzt mal bald? Juhu, gut, los jetzt. Auf den Typen. So, klatsch, bumm, geht doch. Den mussten wir zwar so nicht töten. Ach so, die droppen diese Ranken. Ja, dann gleich her. Die nächsten bitte. Hehe. So, willst du auch noch Ärger? Gut. Alle her. Oh, und der Ruf bei den Sporriger hat sich um 15 verbessert. Die Sporriger sind ja irgendwie diese Pilzviecher, oder? Ich blicke da noch nicht so ganz durch. Vielleicht erschließt sich das Ganze ja demnächst irgendwann, irgendwie, irgendwo. So, der ist jetzt fällig. Die gehen ja ganz flott. Ah, ich wollte ja mal nachschauen. Hoch, ja, ganz dramatisch. Die sind alle noch gelb. Das ist ja okay. Kann ich mit leben. Aber wo sind jetzt diese kleinen Säckchen? Da ist ein reifer Sporenbeutel. Die sind ja doch nicht so doll gesät, beziehungsweise hat sie wahrscheinlich irgendeiner gerade abgeerntet. Deswegen liegen hier auch so viele Leichen rum. Und da ich ja nicht weiß, wie lange das dauert, bis sie wieder spawnen, also auftauchen, der ist ja putzig. Habe kein Ziel. Ach süß, der ist orange. Ach so, der ist so indifferent jetzt. Oder kann ich den nicht angreifen, weil es ein kleiner ist? Kinder darf man ja nicht angreifen. Ich bin außer Und das Rand. ist halt, weil die Sporriger jetzt indifferent sind. Dann müsste ich mal nachschauen. Überall.
kann ich ja einfach bei meinem Ruf nachschauen. Vorher schnappe ich mir noch so ein Beutelchen, bevor irgendjemand anders vorbeikommt und sich die schnappt. Noch zwei Stück. Ah, die sehen so ein kleines bisschen anders aus. Die leuchten so ein bisschen. Okay, wer bist du? Ich glaube, der sucht die auch gerade. Oder? Der hängt da irgendwie ein bisschen rum. Na gut, ich sehe schon. Dann muss ich mir einen anderen suchen. Vielleicht schaffe ich es ja zu dem da hinten zuerst. Dann habe ich sie ja schon alle. Ach nee, denkst du, Puppe. Ich habe ja erst 6. Okay, dann fliege ich mal ein bisschen in die andere Richtung. Damit wir uns nicht so ins Gehege kommen. Ist ja sonst blöd. Okay, hier hat der schon alles platt gemacht, so wie es aussieht. Da ist aber ein neuer Sporenbeutel. Und da hinten steht auch einer ganz alleine rum. Ja, wenn man genau nachschaut, ist dieser sporriger Nachwuchs wirklich in so einem dunklen Orange. Der ist nicht rot. Was ist das denn? Ein Zornstein. Drescherlisk. Was es nicht alles gibt. Zeig dir mal hier. Kann der Sachen, die normale Krokus können? Komm, zeig dich. Versteinernder Blick. Die sieht irgendwie witzig aus. Ach, den nehme ich mal mit. So, dann gebe ich mal mein Tier frei. Und dann fange ich mir den hier. Ein Kroko hatte ich, glaube ich, noch keins. Ja, falsches Ding. Bin mal gespannt, wie klein der wird. Na, komm. Ey, guck mal, das Mäulchen, ist der süß? Jetzt wird er sauer und groß. Oh, ist der niedlich? Oh, das ist doch ein Basilisk. Der hieß nur irgendwie gerade noch anders, ne? Zeig mal, der hat irgendwie eine lustige Schnauze. Hihi. Oh, der putzig. Zeig dich mal. Oh, guck mal. Und da die Öhrchen, so ein bisschen wie bei den Naga, ne? Brauche ich eigentlich noch so eine Ranke? Bestimmt. Zeig mal. Mach mal mit. Hat der denn jetzt versteinert? Habe ich nicht aufgepasst. Mal gucken. Da, versteinernder Blick. Wann macht der den denn immer? Oh, okay. An der Zeit kann man den anderen nicht angreifen. Ja, ist jetzt auch nicht so der Burner, aber gut. Mal gucken, was er sonst noch so kann. Na? Nö, der war zu schnell down. Keine Chance, irgendetwas zu entdecken. So. Spezialfähigkeit, okay. Und sonst so? Knurren ist an. Sah eben so aus, als ob ich mehr Damage mache als der Kleine. Kann ja auch sein. Der Pandaren da drüben hat sein Zeug wohl schon geholt. Ich bin jetzt auch soweit. Ich muss nur schauen, wie viel Moos ich noch brauche. Ich habe kein Ziel. Ey, falsches Ziel. So. Ich glaube, mein Zeug habe ich schon, oder? Nein, zwei fehlen mir noch. Na, siehste. Was bist du denn für einer? Noch so ein Riese. Gut, dann geht's mal auf den hier. Und auf den nächsten. Ah, jetzt kann ich ja mal nach dem Ruf schauen. Also, Ruf.
Hier in Gnome-Regan brauchst du noch ein bisschen. Da habe ich ja den Waffenrock an. Und wo sind denn die guten Sporiger? Hier. Die sind unfreundlich, aber nicht feindlich. Okay. Dann lassen wir das mal so stehen. Die werden bestimmt demnächst noch ein bisschen freundlicher werden. Ich glaube, bei denen kriege ich doch auch noch irgendein Reittier oder so. Also sollte ich mich vielleicht gut mit ihnen stellen. War das jetzt ein Griechermoos, das ich brauche oder was anderes? Nee, ich brauche ja eine Sumpflord-Ranke. Das verwechsle ich immer. So. Ich finde das süß, wenn der Kleine da mal so rot wird. Und sauer und Wut entwickelt. Plupp. Und die Pflanzenteile da sind auch gut. Ich hätte nur gern mal wieder so eine Ranke. Sind wahrscheinlich die falschen Fuzzis. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, welche Fuzzis die droppen. Da, doch die. Okay, alles gut. Hier am Rand sehe ich keinen mehr. Der Pandaren ist auch ganz fleißig am Arbeiten. Dann fliege ich mal etwas weg, um vielleicht noch ein lebendes Exemplar irgendwo zu erhaschen. Den da. Zack. So. Ich glaube, einen brauche ich noch. Test. Jo. Eine Ranke brauche ich noch. Die könnte doch der da droppen. Wie wäre es denn mit uns hier? So, na? Nö, kein Bock. Wollen wir mal hoffen, dass der Pandan-Typ sein Zeug bald zusammen hat? Obwohl wir es ja auch bald zusammen haben müssten. Na, jetzt? Och, nö. Da hinten ist noch einer. Wenn der jetzt nicht droppt, dann weiß ich auch nicht. So. Juhu, da ist die letzte Ranke. Das Gute ist, dass ja mit jedem von denen hier mein Ruf besser wird. Von daher nehmen wir noch gleich einen mit, auch wenn ich keinen mehr brauche. Rufzuwachs hat noch nie geschadet. So. Wer macht denn diese Geräusche? Ein Basilisk? Schnuffi? Der ist ja wirklich putzig. Also so ein Orangener ist mir noch nie so groß aufgefallen. Ich habe sie ja schon in allen möglichen Farben gesehen, aber dass es hier in der Ecke diese schnuffeligen Orangenen gibt, das ist mir entweder entfallen oder die sind neu. Es gibt ja auch manchmal neue Sachen. Müsste ich mich mal schlau machen gehen. So, jetzt geben wir bei diesem Herrn der Sporriger was ab. Ist es denn ein Herr? Ja, es könnte ein Typ sein. Bei denen weiß man ja nie so genau. Ich behaupte jetzt mal, es ist einer. Ich habe, glaube ich, von denen noch keine Weibchen gesehen. Oh, bei dem kann man diese Sporenbeutel abgeben und bekommt dann mehr Ruf bei den Sporriger. Gut zu wissen, wenn man eben seinen Ruf hier pimpen will. Cool. Da war wieder so ein grünes Dingsbums. Das bedeutet wohl, dass ich da jetzt besser dastehe. Wenn ihr mal hier schaut. Hier. Also hier kann man Sporensäcke abgeben. Und man kann auch Ranken abgeben und bekommt dafür Ruf. Und wenn ich jetzt nachschaue. Da, jetzt bin ich bei denen neutral. Gut. Hat ja auch eben ziemlich viele Punkte gegeben. Deswegen ist da jetzt auch dieses blaue Fragezeichen, weil man da eben noch was extra abgeben kann. Jetzt geht's zur Behüterin rüber. Die ist ja relativ nah.
Da. Naja, gut, so nah ist sie jetzt auch wieder nicht. Es sah nur so nah aus. Gibt's hier irgendwelche niedlichen Tiere? Nee, nur Frösche. Also die sind auch niedlich, aber ihr wisst schon, was ich meine. Nichts Besonderes. So, jetzt muss ich Essen aufsammeln. Wir hatten das liegen lassen. Und wie sieht das bitte aus? Zeig. Da, liegen gelassene Nahrung. Gut, dann gebe ich noch das Fragezeichen hier ab und fummel noch an der einen Steuerung rum. Dann habe ich diese Ecke eventuell fertig. Weiß man ja nie. Meistens kommen ja dann noch ein paar neue Aufgaben. Immer wenn man es gerade nicht erwartet und denkt, yeah, jetzt bin ich durch. So. Da muss ich zunächst mit jemandem reden oder irgendwas abgeben. Das wird sich dann gleich zeigen. Was spicken. Das sehe ich dann gleich. Oh, da ist jemand entweder unter der Erde oder ziemlich weit oben. Dann flattern wir doch mal hoch. Hui. Wie heißt denn der überhaupt? Mischiefen. Da unten sind doch welche. Da sind Ernte. Ah, hier gibt es auch einige Quests. Doch hier unten. Wo hing ich denn jetzt fest? Ist ja da drinnen. Och, wie süß. Ich passe sogar durch und gehe sogar automatisch vom Mount Naden. So. Jetzt soll ich den Glühkappen bringen. Das ist alles? Gut, das sind wohl Pilze. Die fliegen hier überall rum. Da, ich glaube, das sind alles nur Jungs. Hier gibt es keine Mädels. Alles männliche Soldaten. Dem hier kann man auch labern. Der ist ja putzig. Fuhr mag kleine Sporlinge. Sie nicht essen. Oh, der hasst die Nagas. Haben sie ihn wohl geärgert. Drüben ist irgendwo noch ein Ausrufezeichen. Hier, bei dem da. Schaff, die haben ja so lustige Namen. Wie? Will der auch eine Glühkappe? Nee, ich krieg eine Glühkappe. Oh, keine Ahnung. Wir machen das einfach, was die wollen, und dann sehe ich ja, was dabei rumkommt. So, Glühkappen sammeln, Sporen sammeln, bringen und die Steuerung zerstören. So. Jetzt ist als nächstes die Steuerung dran. Die ist ja da oben irgendwo. Am Sumpf liegt sie. Oh, zu Hilfe, unsere Jungen sind in Gefahr. Die sind aber auch putzig, diese kleinen Sporregas. Und die sehen so empfindlich aus und so zart und so zerbrechlich. Die muss man doch unbedingt helfen. So. Ist denn hier dieses Ding? Ach, ich kämpfe mich jetzt mal durch. Ich sehe was glitzern. Auf der anderen Seite ist es. Gut. Dann latsche ich mal hier durch. Zum Glück bin ich klein genug. Hey, ich dachte, hier hätte es geglitzert. Mist. Nee, das ist nur Dampf. Ach, der Fisch hat geglitzert. Super. Moment, Fräulein, nicht mit uns. Aber zack. So. Wo ist denn hier die Schaltzentrale? Ist doch normalerweise in der Nähe von diesem Arbeiter. Mann. Ach, lauter Stangen hier, schlimm. Ach komm, machen wir einfach einen nach dem anderen platt und dann werden wir das Ding schon finden. So. Komm du mal hierher. Da. Vielleicht hatte es auch gerade einer in Gebrauch und deswegen habe ich es nicht gesehen. Alles möglich. So. Endlich, da ist es. Ganz versteckelt. So, Eisenranken drauf.
Sehr schön. Ja, wusste ich doch, dass noch mindestens einer ankommt, der stänkern möchte. Oh, die Dicke will bestimmt auch noch gleich was von uns. Soll sie doch. Wir haben keine Angst, ne, Basiliski? Los, gib's ihr. Brav. So, dann fliegen wir jetzt mal weg. Und schauen, wo wir die Glühkappen finden. Da oben sind auch Glühkappen. Ah, da und da. Und die Sporen gibt es auch da unten irgendwo. Stimmt, Sporen habe ich ja schon welche. Siehst du? Gut, dann können wir auch mal da lang. Ah, ich mache mal gerade die Fischsuche aus. Weil ich ja doch mehr Interesse an Mineralien als an Fischen habe. Hui! Eine Blutelfen-Shadow-Priesterin flog da gerade vorbei. Okay. Ih, angeglotzt hat sie mich. Hm, lalala. Wir fliegen uns ein. Dumdi-dumdi. Nee, die Sporen oder die Glühkappen? Was mache ich denn jetzt? Ich schau mal. Vielleicht finde ich ja auch beides. Hm. Glühkappenpilze steht da, dann folgen wir doch dem Pfeil. Och, wie winzig. Und hier sind die irgendwo. Vielleicht droppen die die auch. Ein paar davon wenigstens. So winzig ist das Gebiet hier. Nö, oder? Na, klasse. Oh, der sieht cool aus. Oh. Schnell ein kleines Päuschen machen. Wo mich irgendeiner erwischt. Oh, guck mal, wie süß ein Blümchen. Jetzt schieb ich mir einen heißen Hetzer rein. Und dann geht's gleich weiter mit der Sammelarbeit hier.